Nein, nein, natürlich ist es nicht genauso gut wie eine Vollformatkamera. Und da sage ich, ist mir das Bild immer noch zu matschig? Es ist einfach dieses halt für die Kamera, die du immer dabei hast. Das ist das beste Videobild, was ich je gesehen habe. Riesenpremiere hier auf dem Kanal. Nachdem wir uns schon seit Jahren mit Videografie hier beschäftigen, gab es noch nie ein Video, was sich mit Smartphone-Filmen beschäftigt hat. Und das, obwohl ich aus den Kommentaren weiß, dass viele von euch auch mit Handys filmen. Und Grund dafür, falls ihr die letzten Wochen unter einem Stein gelebt haben solltet, ist das neue iPhone 15 Pro, was sogar mich als überzeugten und wirklich langjährigen Android-Nutzer zum allerersten Mal überhaupt interessiert und sogar eventuell zu einem Wechsel begeistern könnte. Grund dafür ist eigentlich nur eine einzige Funktion, nämlich die Tatsache, dass dieses Handy 10-Bit ProRes in Log aufzeichnen kann, was in der Handywelt absolut einzigartig ist und sogar bei richtigen Videokameras ein mindestens mal ziemlich gehobenes Feature wäre. Meiner Meinung nach macht diese Tatsache allein schon den Unterschied aus zwischen einem Handyvideo und einem Handyvideo, was weniger nach Handyvideo aussieht. Mein Kollege Hans steht hinter der Kamera, filmt mich gerade übrigens auch mit dem iPhone 15 Pro Max. Der sieht das Ganze noch ein bisschen kritischer und deswegen wollen wir in diesem Video heute mal die Kamera des neuen iPhone 15 Pro auf die Probe stellen und wirklich herausfinden, ob dieses kleine Teil mit einer richtigen Kamera mithalten kann. Hi, mein Name ist Andy. Ich mache Videos darüber, wie man Videos macht und ich bin, was das Thema betrifft, eigentlich ziemlich arrogant, denn ich drehe immer mindestens mit solchen Kameras, bin jemand, der Smartphone-Videografie eher so ein bisschen belächelt hat vielleicht. Und zur Strafe dessen hat mein lieber Kollege Hans jetzt auch beschlossen, dass wir das ganze Video einfach mit dem iPhone drehen. Ich habe tatsächlich bisher, außer aus privaten Gründen, immer so ein bisschen einen Bogen um Smartphone-Videos gemacht. Und zwar nicht unbedingt, weil die Sensoren klein sind, man wenig Tiefen und Schärfe hat, sondern eigentlich gibt es drei Dinge, die mich bisher bei Smartphone-Videos gestört haben. Erstens übertriebene Schärfe. Smartphone-Fotos und Videos sollen auf kleinen Displays gut aussehen, deswegen werden die Kanten hart nachgeschärft und aufgestylt. Das sieht knackig aus, aber je näher man rangeht, je größer der Bildschirm, desto unnatürlicher wird das Ganze. Zweitens, übertriebener Kontrast und Sättigung. Auch hier wieder, die Videos und Bilder sollen sofort auf dem Display gut aussehen, damit die Leute das Gefühl haben, für ihr vieles Geld ordentlich Wert zu bekommen. Deswegen ballern die Farben und die Kontraste sind sehr, sehr steil. Das sieht definitiv knackig aus, auf großen Bildschirmen aber auch gerne mal unnatürlich. Und drittens, übertriebene Kompression. Das ist vielleicht der Punkt, der ein Smartphone-Video am ehesten zum Smartphone-Video macht. Die Dateien müssen auf den Geräten klein sein, also werden sie stark komprimiert. Das führt zu typischen Effekten wie matschiger Textur oder Blockbildung. Gerade im Lowlight-Bereich macht das Bild richtig grob und matschig. Und auch bei vielen Details sorgt das zusammen mit der übertriebenen Schärfe dafür, dass das Bild doch sehr unsauber wird. Und genau diese drei Punkte adressiert ProRes Log, weil es eben, typisch Log, ein möglichst rohes, möglichst unvermurkstes Bild aufnimmt. So, kurze Zwischenpause. Wir haben uns jetzt gerade mal Zeit genommen, ein bisschen ins Material reinzuschauen. Punkt 1, der Kopierprozess war ultra langsam. Also wir haben 150 GB kopiert und es hat eine Stunde gedauert, trotz vom iPhone auf den Mac mit einem ausreichend schnellen Kabel. Es war die Hölle. Also das hat... Also ich weiß nicht, woran es konkret lag, vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht, aber das kann auf keinen Fall the way to go sein. Ja, wenn wir diesen Clip uns jetzt anschauen, Es ist ein gutes Beispiel dafür. Ich finde, das ist all das nicht, was ein Handybild normalerweise ist. Ich finde diese Kompression, diese überschärften Kanten, die ausgefressen sind durch die Kompression, das finde ich das Schlimmste bei einem Handybild. Und einfach nur die Tatsache, dass es nicht so unnatürlich scharf ist, beurteile ich halt, finde ich, sehr positiv. Ja, klar. Also ich sehe das ein bisschen, betrachte das nicht als Technik-Nerd, sondern als gefällt's mir oder gefällt's mir nicht. Aus meinen Erfahrungen heraus. Und da sage ich, ist mir das Bild immer noch zu matschig. Es wirkt eher wie, als hättest du manchmal so ein bisschen die Detailzeichnung. Und nicht Insta 360. Deine Meinung, Stichwort Flares, Gegenlicht? Also ich hatte das iPhone 12 Pro Max und fand ich aber die Flares immer eine Vollkatastrophe. Also ich glaube, versuchen zu vermeiden. iPhones sind generell nicht gut, was Flare betrifft. Also auch der Flare, der ist
besser, oder? Würde ich jetzt sagen? Genau, der ist 10-mal besser, finde okay. ich. Da will ich jetzt nicht haten, aber ich finde, die iPhones hatten bisher wirklich keinen schönen Flair. Die Weitwinkelkameras, halt das, auf das sich alles konzentriert. Also die ne, 24 mm quasi. Ich meine, das ist ein kleiner Sensor, das ist jetzt nicht der Modus mit Kino. Genau. Und ich finde die Hintergrundschärfe voll okay. Absolut. Ey, das ist 24 mm Weitwinkel. Wahnsinn. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich war überrascht, ehrlich gesagt, wie gut auf die 77 bei mir aussahen. Also beim Pro quasi der Dreier-Zoom. Nein, natürlich ist es nicht genauso gut wie eine Vollformatkamera. So. Mhm. Es gibt so viele Vergleichsvideos, seid da auch vorsichtig, weil irgendwie auch was wir jetzt machen, wo guckt ihr dieses YouTube-Video gerade? Wahrscheinlich auf dem Handy. Und wenn man dann kurze Aufnahmen macht, kann so eine Aufnahme ähnlich aussehen wie ein Vollformat-Video. Wenn du nah rangehst, wenn du in kritische Situationen, schlechtes Licht, komplizierte Dynamik, sonst irgendwas, Flares, Gegenlicht, da kackt das Handy immer ab gegenüber der richtigen Kamera. Total. Aber sozusagen mal schnell auf dem Handy angeguckt, ich glaube, das ist halt auch wieder diese Situation, wie man das anguckt. Weil wir das alles nur so oberflächlich angucken, wirkt es auch so schnell gleich gut. Mhm. Ich bin normalerweise immer so der Technik-Fuzzi, dass ich alles kritisch beurteile. Hier ist es wirklich... Das Bild sieht erstmal grundsätzlich gut aus. Es ist einfach dieses halt für die Kamera, die du immer dabei hast. Das ist das beste Videobild, was ich je gesehen habe. Ja. So, Punkt. Ja, das heißt, bucht uns jetzt. Wir absolvieren ab sofort jeden Auftrag mit dem Handy. Es gibt ja bei iPhones, bei den meisten aktuellen Smartphones, so einen Kinomodus, dass man auch bei Video so schöne digitale Unschärfe hat, wie hier gerade. Das lässt sich nicht zusammen mit ProRes Lock benutzen. Das heißt, entweder man hat quasi filmischere Aufnahmen durch das digitale Bokeh oder man hat filmischere Aufnahmen durch die bessere Postproduktion. Ich würde Letzteres nehmen, cool wäre beides, aber ehrlich gesagt, wenn man auch hier wieder ein bisschen näher rangeht, fällt dieses digitale Bokeh ziemlich schnell in sich zusammen. Also da merkt man auf jeden Fall noch die Grenzen. Auf dem Smartphone sieht es oft gut aus. Für anspruchsvolleres Arbeiten ist es, glaube ich, okay, dass man das nicht zur Verfügung hat. Wir müssen einmal kurz über die Blackmagic App reden. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Blackmagic hat quasi zeitgleich mit dem iPhone 15 Pro eine App angekündigt, die lauter manuelle Einstellmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Blende, Weißabgleich und so weiter. Das ist nett, weil das hat man alles bei der Apple Standard App nicht. Noch netter ist, dass die App komplett kostenlos ist. Die meiner Meinung nach wichtigste Sache, die sie selber zur Verfügung stellt, ist, dass man den ProRes Codec, die Kompressionsstufe, wählen kann. ProRes ist nämlich nicht gleich ProRes und Apple selbst stellt nur den ProRes HQ422 oder 422 HQ zur Verfügung. Benennt das Ganze natürlich auch nicht so, man weiß also nicht, womit man aufnimmt. Dieser Codec hat auf jeden Fall eine gigantische Datenrate und verursacht enorme Datenmengen. Für ein Smartphone meiner Meinung nach komplett übertrieben. Ich denke, der Sinn dahinter ist einfach, dass man sich schnell den Speicher vollmüllt und vermeintliche Profis dann halt die überteuerten, größeren Speichervarianten kaufen, glaube ich, ist wirklich so. Der Vorteil hier ist, ich kann locker auf Codecs wie ProRes 422 LT runtergehen. Der hat immer noch mit mehr als 300 Mbit pro Sekunde eine höhere Datenrate als zum Beispiel die A7 S3 in ihren besten Codecs. Also man kann das easy nehmen, man kann sogar 422 Proxy aufnehmen. Das ist immer noch über den Datenraten, mit denen zum Beispiel eine normale A7 III aufnimmt. Und damit spart man sich halt extrem viel Speicher. Und das Ganze ist immer noch in 10 Bit und sieht immer noch gut aus. Also diese App ist meiner Meinung nach quasi so das Must-Have eigentlich, damit das Handy überhaupt zur Wunderwaffe wird. Ich finde ja, was die Bildqualität betrifft, kann man das Ganze eigentlich gar nicht mehr so sehr in den technischen Unterschieden zwischen diesen Kameras ausmachen, sondern mehr an den Nutzungssituationen. Also für Fotos ist die Sache relativ klar. Viele Leute wollen einfach Bilder haben, die sofort teilbar sind. Sie wollen nicht die Schritte gehen in Lightroom, um das Ganze nachzubearbeiten. Sprich Bilder, die sofort gut aussehen. Und da sind ehrlich gesagt mittlerweile Handys mit der ganzen Computational Photography besser. Also besser, was das Gesamtbild im Verhältnis zur gewünschten Nutzung betrifft. Denn das, was hier rauskommt, sieht mindestens gut aus und ich kann sofort teilen. Und in vielen Situationen, wenn man nicht zu nah rangeht, hält es selbst mit bearbeiteten Bildern aus einer richtigen DSLM mit. Klar, sobald ich näher rangehe, merke ich diese ganzen erwähnten Dinge mit der übertriebenen Kantenschärfe und so weiter oder auch mehr Rauschen, mehr Kompressionsartefakte. Das kann sich immer noch nicht komplett verbergen lassen, aber das ist okay, weil viele Leute machen genau das eben nicht, machen kein Pixel-Peeping. Für jede Form von professioneller Arbeit oder gerade auch wenn es dunkel wird, ist immer noch eine richtige Kamera besser. Das ist auch ein ganz anderes Fotografiergefühl. Da fällt das Handy noch auseinander. Aber ich denke, für die allermeisten Leute ist es wie gesagt weniger die Frage, was ist die bessere Technik, sondern mehr, was ermöglicht mir das bessere Nutzungserlebnis. Für Video, und es tut mir selbst so ein bisschen leid, dass ich das so sage, weil ich bin, was die gesamte Nutzung betrifft, bisher noch nicht so mega warm geworden mit dem iPhone, muss man einfach sagen, dass für mich wirklich ProRes Lock einen krassen Unterschied ausmacht. Diese drei Punkte, die ich vorhin angesprochen habe. Ja, bei Lowlight ist es immer noch ein Handy, aber
Ich finde wirklich, man kann das guten Gewissens durch das flexible Grading mit normalen Aufnahmen in Verbindung bringen. Und es geht mir gar nicht unbedingt darum, dass ich damit eine andere Kamera ersetzen wollen würde, sondern eher, dass man dieses einfach mal so beiläufig einen Shot machen, einfach mal beiläufig Sachen machen, die nicht sofort als offensichtliche Handyaufnahmen aus dem Rahmen fallen. Ich finde, das ist eigentlich so der große Gewinn, den ich hier in der Sache sehe. Okay, das waren jetzt mal meine bescheidenen Meinungen und die von Hans zur Kamera des iPhone 15 Pro. Und wenn ich so ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, in dem Fall ist einfach Software King. Weil ich finde nicht, dass sie so viel besser ist als andere Handykameras, aber diese Software, ich hoffe sehr, dass andere Hersteller mit dem ganzen Lock-Thema, mit diesem ganzen Thema unvermurkste Handyaufnahmen, nicht nachgeschärft und so weiter, nachziehen, weil ich finde, das bietet eine Menge neue Möglichkeiten, die ich gerne nutzen würde. Jetzt ist aber die Frage, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Interesse am iPhone 15 Pro, an diesem ganzen Thema Handyfilm und Nachbearbeiten? Gibt ja auch andere Apps, auch wenn die meiner Meinung nach vom Ergebnis nicht ganz rankommen. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr nutzt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zu diesem Thema steht. Ob ihr sowieso der Meinung seid, dass wir alle in ein paar Jahren nur noch mit Smartphones drehen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ne? Macht's gut und ciao. Nein, ich dokumentiere nur gerade ungenehmigtes Drohnefliegen in Frankfurt am Ufer. So, lass ihn nicht aufhalten. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht, wenn einer guckt.